Es war einmal ein kleines Mädchen, welches von allen liebevoll nur Rotkäppchen genannt wurde. Ein Liedlein klingt vom Himmel, wie es jeder hören mag. Tülülülülü, tülülülülü, die Lerche grüßt den Tag. Sie lebte mit ihrer Mutter einträchtig und in Frieden am Rande des Waldes. Rotkäppchen hatte viele Freunde im Wald, wie das Häschen Weißohr, die Ringelnatter, den Bären und noch viele, viele mehr. Jedoch hatte sie auch Feinde, wie den bösen, starken Wolf. Ich bin der Wolf! Ich allein! Ich bin einmalig! Herr Schlinger! Oder den listigen Fuchs, der nur auf seinen eigenen Vorteil aus ist. Am anderen Ende des Waldes lebte Rotkäppchens Großmutter. Da ist er eine falsche Adresse geraten. Eines Tages machte sich Rotkäppchen auf, um ihre Großmutter zu besuchen. Und das ist jetzt alles. Auf Wiedersehen, Rotkäppchen. Auf Wiedersehen, Mama! Ihr Vöglein lebt im Walde, das ist den Kindern recht. Tuck, 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 tuck. Und so schmiedeten der Wolf und der Fuchs finstere Pläne, wie sie Rotkäppchen ein für allemal aus dem Weg schaffen können, damit sie die Herrscher im Wald werden. Ich mache alles heimlich, still, leise. Ich halte sie, ich allein, ohne dich! Das hier ist die gefährlichste Stelle. Aber Rotkäppchen ist ein pfiffiges und mutiges Mädchen und kann sich daher einen Plan machen und weiß, mit Gefahren umzugehen. Ich möchte dem Wolf hier begegnen. Ja, das möchte ich. Attacke! Und auch ihre Freunde wollen sie beschützen und folgen ihr heimlich auf dem Weg ans andere Ende des großen Waldes. Ich sehe den Bär und ich den Hasen und die Ringelnatter. Rotkäppchen, sie folgen dir, um dich zu beschützen. Na, das wird ja immer schöner. Ich bin doch kein kleines Kind mehr. Wie das Märchen ausgeht, das erfahrt ihr bei uns im Theater. Wir freuen uns auf euren Besuch.